Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8, Veranstaltungsnetz Altmarkt, und haben viele Anträge noch vorliegen. Einmal liegt ein Änderungsantrag AfD vor, ein Ergänzungsantrag FDP, und dann würden wir einsteigen in die Fraktionsrunde. Beginnen würden Bündnis 90 die Grünen. Also zunächst wird Änderungsantrag AfD eingebracht. Bitte schön, Herr Letzinski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Vor nicht mal 12 Jahren wurde die umfangreiche Sanierung des Altmarktes abgeschlossen. Damals hat man neben der Wiederverwendung des historischen Pflasters auch ein unterirdisches Leitungsnetz verbaut. Dieses Netz sollte zukünftig verhindern, dass bei Märkten Kabelbrücken als Stolperfallen für die Besucher über die Wegebeziehung verlaufen. Nur wenige Jahre später musste man feststellen, dass das eingebaute Leitungsnetz derart bauliche Mängel aufwies, dass es nicht mehr verwendet werden konnte. Gewährleistungsansprüche, mangels vertraglicher Ausgestaltung, Fehlanzeige. Wir als AfD-Fraktion waren in diesem Fall mit dem Oberbürgermeister sogar mal einer Meinung, dass hier eine schnelle und pragmatische Lösung herbeigeführt werden muss. Deshalb hat der Oberbürgermeister eine Vorlage erstellt, um die defekten Leitungsnetze zügig instand zu setzen. Wäre diese Vorlage so beschlossen worden, hätten diese Baumaßnahmen schon in der Corona-Zeit beginnen können und die Einschränkungen für die Märkte, die hoffentlich in diesem Jahr noch stattfinden können, wären vergleichsweise gering ausgefallen. Die Haushaltsmittel dafür waren im vergangenen Haushalt sogar verfügbar gewesen. Durch die Befindlichkeiten einiger Fraktionen hier im Rat wurde diese Chance leider vertan. Da diese Fraktion ohne finanzielle Deckung beschlossen, das komplette Pflaster auf dem Altmarkt mit geschnittenem Pflaster ersetzen zu wollen, hätte die Kostensteigerung von 4,5 Millionen auf 10,5 Millionen die finanzielle Möglichkeit der Stadt gesprengt. Der Oberbürgermeister musste daher dem Beschluss widersprechen. Jetzt, ein halbes Jahr später, erfolgt der nächste Anlauf. Statt den ursprünglich 10,5 Millionen kalkuliert man nun mit 9,5 Millionen. Das sind im Vergleich zur einfachen Instandsetzung noch immer 5 Millionen Euro an Mehrkosten. 5 Millionen an Mehrkosten aus Steuergeldern dafür, dass einerseits die Barrierefreiheit verbessert wird, 5 Millionen Euro an Steuergeldern, aber auch dafür, dass Markthütten zum Schnitzelmarkt und zum Herbstmarkt jetzt besonders gerade stehen. Denn nur ein Bruchteil der Fläche des Altmarkts wird tatsächlich für die Wegebeziehungen während der Märkte genutzt. Der größte Teil dient regelmäßig als Stellflächen für Markthütten. Zudem halte ich den Finanzierungsvorschlag für diese 5 Millionen Mehrkosten besonders gefährlich. Die Gegenfinanzierung soll aus dem Topf der städtischen Beihilfeleistung für Baumaßnahmen Dritter aus dem Jahr 2023 erfolgen. Die fadenscheinige Begründung, dass man dieses Geld aus jetziger Sicht im Jahr 2023 nicht bräuchte, weil es für dieses Jahr zum jetzigen Zeitpunkt keine Baumaßnahmen gäbe, mag zwar für den Augenblick richtig sein, aber mal ehrlich, wer glaubt wirklich, dass weder die Stadtentwässerung noch die Energieversorger und auch nicht die Verkehrsbetriebe das gesamte Jahr 2023 allesamt keine Baumaßnahmen durchführen? Ich nicht. Es ist also jetzt schon absehbar, dass der Topf, den wir jetzt hier leeren, spätestens zur nächsten Haushaltssatzung auf anderem Wege auf Kosten anderer wichtiger Projekte wieder gefüllt werden muss. Und das, damit die Markthütten besonders gerade stehen. Die Befürworter dieser Vorlage führen hier regelmäßig an, ich hatte es ja bereits angedeutet, dass hier gern das Argument der behindertengerechten Gestaltung des Altmarktes ins Feld geführt wird. Verbunden mit der Begründung, dass eindeutige Wegebeziehungen auf dem Altmarkt nicht zu definieren sind und deshalb ein vollflächig behindertengerechter Umbau stattfinden muss. Wir als AfD-Fraktion sind der Meinung, dass bei der behindertengerechten Gestaltung der Stadt die Konzentration auf wenige Leuchtturmprojekte der falsche Ansatz ist. Mit dem im Jahr 2017 beschlossenen Konzept zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hat der Stadtrat eine Vielzahl von Handlungsfeldern identifiziert, wo ein behindertengerechter Umbau erforderlich und sinnvoll ist. Rund ein Fünftel der städtischen Gehwege sind in einem Zustand, der die Nutzung für gehbehinderte Menschen verunmöglicht. Zahlreiche Haltestellen sind auch heute noch nicht behindertengerecht ausgebaut. An vielen Straßen fehlen Bordabsenkungen und Querungshilfen und viele Bereiche der städtischen Friedhöfe sind nicht barrierefrei betretbar. Mit diesen 5 Millionen könnte man eine Vielzahl solcher kleiner, aber mindestens genauso wichtigen Maßnahmen umsetzen und so das Leben der bewegungseingeschränkten Menschen im gesamten Stadtgebiet maßgeblich verbessern.
Denn dem Rollstuhlfahrer, der in Kleinscharwitz oder Kossebaude schon kaum die Möglichkeit hat, ohne größere Hindernisse überhaupt zur Bushaltestelle oder zum örtlichen Supermarkt zu gelangen, geschweige dem vielleicht sogar in einen Bus einsteigen zu können, ist es herzlich egal, welche Art von Pflasterung der Altmarkt hat. Noch schlimmer finde ich, dass die jetzt geplante Umgestaltung des Altmarkts unter anderem auch dadurch finanziert wird, dass unter anderem die im Haushalt eingebrachten Mittel für den behindertengerechten Wohnraumumgestaltung massiv gekürzt werden. Wir lassen also hier bewegungseingeschränkte Menschen bei der Umgestaltung ihres eigenen Wohnraums auf sich allein gestellt, um damit die Umgestaltung eines Platzes zu finanzieren, den sie, wenn überhaupt, nur ein- bis zweimal im Jahr besuchen. Unserer Meinung nach ist das die falsche Prioritätensetzung und ganz nebenbei auch Steuergeldverschwendung. Dem wollen wir mit diesem Antrag entgegenwirken. Vielen Dank. So, wird FDP-Einbringung des Änderungsantrages gewünscht? Bitte schön, Herr Zastrow. Ich ziehe den Ergänzungsantrag zurück, weil der findet sich ja schon in der Beschlussvorlage im Ausschussbericht wieder komplett. Deswegen müssen wir den hier behandeln. Gut, dann gehen wir rein in die Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen. Herr Lüser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, in gebotener Kürze. Zunächst einmal glaube ich, dass es gut war, dass wir den Antrag im letzten Stadtrat oder vorletzten, glaube ich, mittlerweile zurücküberwiesen haben, denn wir hatten eine diffuse Situation auch zwischen den Fraktionen und es drohte, dass am Ende irgendwie alles scheitert. Wir haben es dann im Bauausschuss uns nochmal sehr genau angeschaut und haben durch den Geschäftsbereich 6, mein Dank gilt da ausdrücklich nochmal dem grünen Baubürgermeister Stefan Kühn, mit einer, wie ich finde, doch jetzt guten Lösung auch zu einem guten Ende gebracht. Und das ist natürlich ein Kompromiss, das ist richtig. Und es ist auch richtig, dass dieser Altmarktsanierung insgesamt ein Trauerspiel ist, denn es wurde schon gesagt, vor 12 Jahren haben wir das komplett neu gebaut. Und wenn eine Stadt 12 Jahre später den kompletten Platz wieder aufbuddeln muss, weil die Anlagen, die technischen Anlagen nicht funktionieren, so ist das eigentlich schon ein Skandal. Es ist nun aber so, wie es ist, und wir sind vor der Situation, dass wir die Veranstaltung dort nicht mehr gewährleisten können. Insofern müssen wir den Altmarkt sowieso anpacken. Und die Verwaltung hat uns nun zunächst vorgeschlagen, dass wir stückweise dort diese Drainagesachen sanieren. Darauf haben wir uns nicht geeinigt. Wir sind jetzt der Meinung, wenn wir es schon anpacken und wir haben die Lösung, die der GB6 vorgelegt hat, mit der Gegenfinanzierung, die er uns gebracht hat, dann machen wir es eben auch gleich richtig. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass wir dort mit dem geschnittenen Pflaster, und das haben die Behindertenverbände eben immer wieder angemahnt, und das ist für uns durchaus ein wichtiges Argument, den ganzen Platz neu gestalten. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss und den sollten wir jetzt auch so gemeinsam beschließen. Vielen Dank. CDU-Fraktion, Herr Schmidt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Aller guten Dinge sind normalerweise 3, in dem Fall 4. Der Beschluss zur Sanierung des Altmarktes ist ursprünglich schon mal im alten Stadtrat gefasst worden, Februar 2019, mittlerweile über 2 Jahre her. Das, was wir heute nochmal beschließen werden, haben wir im Dezember 2019 beschlossen. War damals meine erste Rede im Stadtrat, insofern erinnere ich mich ganz gut an das Thema. Dass wir es heute wieder auf der Tagesordnung haben, liegt daran, dass die Verwaltung tatsächlich offensichtlich nicht willens war, in der Vergangenheit das zu tun, was Frau Prüfer, und an der Stelle möchte ich jetzt mal, nachdem zweimal der grüne Bürgermeister gelobt wurde, möchte ich jetzt auch noch mal hier im Rat ganz offiziell die neue Amtsleiterin loben für das, was sie getan hat, nämlich Frau Prüfer ist ihrem Namen gerecht geworden und hat geprüft, nämlich wie sie den Stadtratsbeschluss umsetzen kann. Nie so wie in der Vergangenheit Herr Dr. Franke, der uns immer nur gesagt hat, das, was ihr beschlossen habt, geht nicht. Sondern Frau Prüfer hat sich hingesetzt und hat gesagt, ihre Aufgabe ist es, das umzusetzen, was wir beschlossen haben, und hat Varianten geprüft. Und am Ende ist rausgekommen, dass die sinnvollste und praktischste Variante bei der Sanierung des Altmarktes die ist, die wir auch haben wollen, nämlich das geschnittene Pflaster jetzt in einem Zug zu machen. Deswegen beschließen wir es heute nochmal. An den Kollegen Laczynski gerichtet die Frage, wo Sie die 5 Millionen hernehmen. Ich habe jetzt gerade 3-mal einen Beschluss gesucht. Im Beschluss steht drin, 3,9 Millionen sind die, Deckung, sind die, Überdeck, über, die Mehrkosten. Da stehen 3,9 Millionen drin. Ich weiß nicht, wo die 5 Millionen herkommen. Insofern
Es sind 3,9 Millionen, die mehr entstehen für diesen Platz. Das ist es aber wert gegenüber der ursprünglichen Vorlage, die wir im Oktober hier abgelehnt hatten, die der OB eingebracht hatte, als es darum ging, den Platz zweimal aufzureißen. Da waren es irgendwo um die 6, 7 Millionen mehr Kosten. Insofern ist das jetzt. Ich reg mich in jeder Sitzung auf. Wir haben in der letzten Stadtratssitzung, als es um die Kulturförderung ging, von der AfD hier einen Antrag gehabt, dass wir künftig unsere Anträge noch eher oder die Verwaltung noch eher Vorlagen liefern soll an die Stadträte. Wir haben ein vernünftiges Verfahren mit zwei Lesungen im Ausschuss. Wir haben hier lange genug diskutiert. Und jetzt in der Sitzung kommt von der AfD-Fraktion ein Änderungsantrag. Das ist aus meiner Sicht eine Missachtung des Rates. Wir haben ein Verfahren, wir können im Vorfeld Anträge abstimmen. Es gibt vor jeder Sitzung diese letzte Plenumsmail, 14.30 Uhr, dort kommen auch nochmal Änderungsanträge. Nicht einmal in der war dieser Antrag drin, er liegt jetzt hier auf dem Tisch. Ich finde es eine Unverschämtheit und ich muss ehrlich sagen, ich sage es ganz deutlich, es kotzt mich langsam an. Auch die AfD kann sich langsam mal an die Gepflogenheiten hier im Rat gewöhnen und Anträge rechtzeitig einbringen. Im Übrigen wäre das ein Thema gewesen, das hätte man auch im Ausschuss diskutieren können. Ihr hättet das Thema im Ausschuss bringen können, hätten wir es abgestimmt. Aber dort habt ihr euch enthalten, habt keine Meinung gehabt und jetzt kommt ihr hier mit dem Antrag. Das ist aus meiner Sicht ein Verfahren, was wirklich so nie geht. Ansonsten, wir stimmen der Vorlage jetzt, so wie sie aus dem Ausschuss kommt, zu. Und ich denke, die Mehrheit ist entsprechend groß, dass das heute auch alles gut geht. Und damit, ja, Redezeit ist fast vorbei. Danke. Wird AfD das Wort nochmal gewünscht? Herr Laczynski, nein. Dann Linke, Herr Wirtz. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Altmarkt hat ungefähr 15 Jahre gehalten. Nee, so lange hat er nicht gehalten, so lange steht er jetzt. Und dann ist festgestellt worden, die elektrische Anlage ist nicht wassersicher genug. Sie erleitet Kurzschlüsse, die Drainage funktioniert nicht, weil das Gefälle nicht normgerecht gebaut worden ist und es einen Rückstau des Wassers gibt. Das muss man sich vorstellen, das ist schon angeklungen. Also die erste Vorlage trägt das Datum vom 1.8.2018. Wir dürfen in dieser Stadt nicht dahin kommen, dass wir die Baumaßnahmen länger diskutieren, als sie dann am Ende halten. Wenn man das auf den Kölner Dom projizieren würde, weiß man, wo man da auf die Schieflage geraten. Aber eins sei gesagt, es ist von vornherein ein Projekt gewesen, was aus der Verwaltung herausgekommen ist und was große Fragen ausgeworfen hat. Und die erste Frage war im Prinzip auch, muss denn der Altmarkt überhaupt flächig aufgebaggert werden? Muss das so viel kosten? Da konnte im Prinzip damals zurückgeschwommen werden seitens der Verwaltung. Es reichte eigentlich, Gräben zu machen. Es war gar nicht notwendig, das ganze Pflaster aufzunehmen. Dann aber die Frage, die aus der Politik, aus der Gesellschaft kam, wenn wir den Altmarkt anfassen, können wir nicht im Prinzip auch zeitgemäß etwas fürs Stadtklima tun, ihn im Prinzip an ausgewählten Stellen begrünen. Selbstverständlich kommen jetzt auch Bäume hin. Können wir etwas für die Gedenkstätte 13. Februar tun? Auch das soll möglich sein, das ist dort mit reinbeschlossen worden. Und nebenbei, das hat noch gar nicht gesagt worden, inzwischen werden auch die Poller des Herrn Oberbürgermeisters mit auf den Altmarkt installiert, steht auch in der Vorlage drin, obwohl die Bedrohungen der Gesellschaft inzwischen ganz klein geworden sind. Dann im Prinzip eine Verwaltung, die sich aus dem Beschluss des Stadtrates herauswinden möchte. Was tut sie? Sie stellt eine erneute Vorlage mit dem Wunsch, dass die inzwischen beschlossene barrierefreie Auslegung des Pflasters auf ausgewählten Pfaden zurückgenommen wird. Der Stadtrat hat aber beschlossen, wir bestehen drauf, es wird jetzt der ganze Altmarkt mit barrierefreien glatten Pflaster belegt. Daraufhin eine weitere Vorlage der Verwaltung, wo die spitzfindig die Baumaßnahme aufgespalten wird in einen Teil, der sofort erledigt wird, und einen Teil, nämlich die barrierefreie Verlegung des Pflasters, der so aus der Vorlage zu entnehmen auf den St. Nimmerleinstag verschoben wird.
Und da dann wiederum eine Bekräftigung des Beschlusses des Stadtrates, dass wir neben diesen anderen Dingen, die genannt worden sind, auch auf die barrierefreie Verlegung von, die Verlegung von barrierefreien Pflaster bestehen. Daraufhin eine Zugabe, eigentlich hätte das Theaterstück hier zu Ende sein können, der Oberbürgermeister geht in Widerspruch. Ist wiederum im Stadtrat drin. Und dann in der Tat unser auch seitens der Linken der herzliche Dank an Frau Prüfer und Herrn Kühn, dass es in der Tat hier gelungen ist, aus der Verwaltung heraus eine technische Lösung zu präsentieren und eine Finanzierung dazu, sodass wir jetzt das Pflaster auf dem Altmarkt barrierefrei verlegen können. Also ganz herzlicher Dank. Und das, warum tun wir das eigentlich? Anders als das seitens der AfD-Fraktion verkündet worden ist, tun wir das nicht, um Steuergelder zu verschwenden, sondern hier ist seitens der AfD ein entscheidender Faktor übersehen worden und vernachlässigt worden, auch sträflich vernachlässigt worden. Das ist nämlich das Wissen und die Fachkompetenz der Betroffenen, nämlich des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates, die ganz intensiv alle Zweifel, ob das nun die richtige Stelle ist in der Stadt, wo man so viel Geld in Barrierefreiheit investiert, zerstreut haben. Natürlich ganz klar gesagt haben, auch dieses Pflaster, was relativ glatt scheint, jemanden, der mobil ist, das ist für Behinderte schwierig zu bewältigen, für Mobilitätseingeschränkte. Dieses Pflaster liegt an einer Stelle der Stadt, wo die zentralen Veranstaltungen und Feste und Märkte in der Stadt stattfinden. Und das ist uns ganz wichtig und deswegen hätten wir das gern. Und auch wir sind dann natürlich auf diesen Wunsch eingegangen, nachdem wir das ganz intensiv geprüft haben, wie die finanziellen Auswirkungen sind. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt überhaupt keine Bauchschmerzen hatten, aber die intensive im Prinzip auch Argumentation und Diskussion mit diesen beiden Personenkreisen ist für uns entscheidend gewesen. Und deswegen treffen wir jetzt gerne auch die Entscheidung, so wie sie aus dem Bauausschuss herausgekommen ist, es gibt barrierefreies Pflaster neben den ganzen anderen Dingen und damit wird der Altmarkt eine gute Sache und ich denke auch, wir haben gelernt, die Einigkeit des Stadtrates gegenüber der Verwaltung und auch die Beharrlichkeit gegenüber der Verwaltung und auch das Hinterfragen von Aussagen der Verwaltung ist wichtig und das wollen wir auch in Zukunft so weiter uns bewahren und weiter so durchführen. Vielen Dank. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, beim Altmarkt, dem Zentrum unserer Stadt, lohnt sich es durchaus auch ein bisschen intensiver auch zu prüfen, abzuwägen und dann auch wirklich zu guten Entscheidungen zu kommen. Aber es ist ja nicht nur einfach ein Platz, der in der Stadt liegt und der ungenutzt ist. Nein, das Marktwesen, viele Veranstaltungen, vielleicht hoffentlich demnächst auch wieder mehr Veranstaltungen finden dort ihren Platz. Und ich glaube, das ist dann auch eine Situation, wo wir als Stadtrat auch ganz besonders in der Pflicht stehen. Und ich möchte tatsächlich auch vielen Kolleginnen und Kollegen auch für ihre Hartnäckigkeit bei diesem Thema auch danken. Teilweise reicht die ja sogar noch über diese Legislatur jetzt hinaus. Ich glaube, es ist ein Beispiel, das hat Herr Würzer jetzt gerade schon ein bisschen ausgeführt, wo man sieht, dass Kontrolle und Nachfragen sich auch lohnt in den Ausschüssen, auch beharrlich an dieser Sache auch dran zu bleiben. Und es lohnt sich zum Beispiel auch Kostenschätzungen der Verwaltung auch mal zu hinterfragen, um mal abzuprüfen, ist denn das Pflaster wirklich so teuer? Gibt es denn da nicht andere Varianten? Gibt es da nicht auch eine gewisse Preisspanne auf dem Markt? Und ich glaube tatsächlich, das hat auch noch mal ein bisschen Bewegung in die Sache reingebracht und das Ergebnis kann sich auch aus unserer Sicht sehen lassen. Und wir sind jetzt in einem Prozedere drin, wo wir die Sanierung dann 22, 23 auf den Weg bringen können, wo der Striezelmarkt 22 dann auf dem Altmarkt trotzdem stattfinden kann, was ein sehr, sehr gutes Zeichen auch ist. Und da könnte man jetzt sagen, ja, Haken dran, toll. Aber ich muss tatsächlich auch nochmal sehr, sehr kritisch hinterfragen, was bedeutet das eigentlich, dass wir einen Platz, den wir 2007, 2008 umfassend umgebaut haben. Es ist ja nicht nur so, dass wir da die Oberfläche ausgewechselt haben, wir haben da eine Tiefgarage drunter gebracht, dass wir den jetzt schon wieder aufreißen. Eigentlich ist es ein wenig Irrsinn. Lässt sich nicht vermeiden, die Zwänge sind klar benannt, aber trotzdem, das sollte nicht Schule machen. Und da erwarte ich tatsächlich auch von der Verwaltung, dass sie bei solchen Bauvorhaben, wenn
man sie zukünftig abnimmt. Wenn man da tatsächlich in den ersten Jahren ist, dass wir da ein sehr, sehr kritisches Auge auch auf die Qualität haben, damit sich sowas auch nicht nochmal wiederholt. Und nochmal in Richtung von Herrn Laczynski. Änderungsantrag klingt ja ganz toll. Sie sagen hier so sinngemäß, wir lassen dieses teure Großprojekt, wo wir einen singulären Platz umbauen und dann verstreuen wir das über die komplette Stadt und dann wird alles besser. Das ist ja so sinngemäß die Aussage Ihres Antrags. Ich stelle mir dann immer so ein bisschen die Frage, wer, wenn nicht die Betroffenen, soll denn am Ende wissen, was da die sinnvollste Variante ist und auch die sinnvollste Mittelverwendung. Und es war eben der Seniorenbeirat und der Beirat für Menschen mit Behinderung, die auch in Schreiben an alle Fraktionen, auch an ihre Fraktion, sehr, sehr klar gesagt haben, dass sie für die Variante 3 in dieser neuerlichen Prüfung sind. Und ich glaube, dann gehört es ein Stück weit auch zum politischen Anstand dazu, zu sagen, ja, die Betroffenen wünschen sich das und dann trete ich auch ein Stück weit zurück und sage, okay, dann machen wir das auch und erwecken nicht den Eindruck, dass es für die Betroffenen unter Umständen doch anders besser wäre. Ich glaube, so viel Zusammenarbeit auch mit diesen Gremien sollten wir hier alle an den Tag legen und deswegen können wir der Ausschussempfehlung hier so zustimmen. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein, Freie Wähler das Wort gewünscht. Doch, Herr Nitsche, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, den Lobliedern meiner Vorredner möchte ich mich anschließen. Ich möchte noch etwas Wichtiges benennen, was heute auch gesagt worden ist. Ich möchte aber mein Augenmerk noch mal drauflegen. Und zwar, wir haben einen guten Grund dafür, dass wir dem Altmarkt seine letzte Rauheit nehmen, dass wir ihn in einen von der Oberfläche her doch dann leider noch monotoneren Platz machen, und zwar die Barrierefreiheit. Wir wissen alle, barrierefreie Lösungen gibt es nicht umsonst. Barrierefreie Lösungen erfordern immer einen größeren Aufwand, teilweise auch größere Kosten. Aber wir wissen auch alle, Wege, Straßen und Plätze sind Räume des Lebens und des Aufenthalts. Wir brauchen Märkte, wir brauchen Plätze, Straßen und Wege, um uns zu treffen, um miteinander zu reden, um miteinander zu kommunizieren. Und das ist vielen von uns erst in den letzten Wochen und Monaten bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass man miteinander kommuniziert. Und diese wichtige Möglichkeit der Kommunikation, die sollte man möglichst allen geben, sowohl in Zeiten, in denen Corona auf der Tagesordnung ganz oben steht, aber auch in anderen Zeiten. Und wenn wir diese Möglichkeit allen geben wollen, dann müssen wir auch etwas Geld in die Hand nehmen, um zum Beispiel diesen Platz barrierefrei umzugestalten. Denn Kommunikation funktioniert nur dann, wenn es keine Barrieren gibt. Und dafür lohnt es sich zu investieren, denn wir alle, egal ob im Rollstuhl sitzend oder gut laufend, wir alle wollen unsere Freiheit genießen und wir wollen mit anderen interagieren. Und dafür zu investieren, das ist eine sehr, sehr lohnenswerte Investition. Und jetzt in dieser Zeit auch ein Zeichen dafür zu setzen, das bringt unsere Zustimmung. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Frage, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt, weil der Behindertenbeirat oder der Beirat für Menschen mit Behinderung wurde so oft genannt, als Stellvertreterin des Beirates hier sprechen. Seit ich vor ungefähr 12 Jahren hier im Stadtrat angefangen habe, bin ich im Behindertenbeirat. Und wir haben eigentlich mindestens einmal im Jahr uns mit dem Thema Altmarkt beschäftigt. Am Anfang waren es immer die Verbände, die uns zur Weihnachtszeit eingeladen haben, auf dem Striezelmarkt mit dabei zu sein und ihnen zuzuschauen, wie sie die Hürden des Marktes nehmen. Und wir haben sehr lange darüber nachgedacht, was man tun kann. Und wir wollten mit dem OB dazu ins Gespräch kommen. 7-mal haben wir den Oberbürgermeister Hilbert eingeladen und 7-mal hat er abgesagt. 7-mal konnte er sich nicht die Bedürfnisse des Beirates anhören.
Das hat uns sehr geärgert und ich weiß noch ganz genau, am 3.7.2018, als wir schon in der Sommerpause waren, haben sich ein paar aus dem Beirat getroffen und wir haben gesagt, jetzt reicht es uns, wir laden ihn jetzt nicht mehr ein in den Beirat. Am 30.10.2018 hat sich der Beirat nochmal ausführlich mit dem Thema geschnittenem Pflaster beschäftigt. Und als dann die Vorlage kam 2019, haben wir uns sehr lange damit auseinandergesetzt. Und im Gegensatz zu dem, was Sie jetzt hier alle erzählt haben, tatsächlich hat der Beirat mit einer Gegenstimme an sich dem blöden Kompromissvorschlag zugestimmt, wo sie gesagt haben, wir wollen aber ein paar Querungen für Menschen haben mit Behinderung, dass die gut gehen können. Und ich weiß genau, dass dann eine einzige gesagt hat, nee, ich konnte vorher jetzt schon an keinem dieser Dinge teilnehmen und danach kann ich immer noch nicht teilnehmen und das sehe ich nicht ein. So viele Tage im Jahr findet dort etwas statt, was mich interessiert, worin ich mich beteiligen möchte und das kann ich nicht. Und das hat uns schon sehr nachdenklich gemacht und wir haben das mitgenommen und es war schon für mich eine kleine Sensation, dass hier der Stadtrat dann gesagt hat, nee, wir wollen das geschnittene Pflaster. Und im Grunde genommen liefert sich Herr Hilbert mit uns seitdem ein Gefecht, wollen wir das jetzt durchführen oder nicht? Und wirklich, Herr Hilbert, ich bin da richtig sauer darüber, dass Sie so wenig auf die Bedürfnisse eingehen und dass Sie nicht mal selber in den Beirat kommen, um vielleicht die Dinge zu klären. Ich bin absolut dankbar, dass sich hier so eine große Mehrheit dafür findet, dass diese Befindlichkeiten, wie der Herr von der AfD sagt, auch eine Rolle spielen. Es trifft nicht nur Menschen im Rollstuhl, es trifft so viele Menschen, die einfach auch nicht so gut gehen können, ältere Menschen, Menschen mit Kinderwagen. Es ist super, wenn alle diesen Platz nutzen können, an dem zwei Drittel des Jahres auch etwas stattfindet. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Haben zunächst den Änderungsantrag der AfD. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Elf Ja, 56 Nein, eine Enthaltung. Damit wird er abgelehnt und wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Es waren zwei Nein-Stimmen. Okay. Also keine Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen. So, damit.